1918, Erster Weltkrieg. Die Soldaten auf den Schlachtfeldern liefern sich die letzten Gefechte. Hier verfilmt nach dem Antikriegsroman Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. 4 Jahre Krieg verändern die Welt. Revolutionen in Russland, Ungarn und Österreich. Revolution auch in Deutschland. Noch auf den Schlachtfeldern fordern Soldaten Republik und Demokratie. Und noch in den Schützengräben denken sie über Sinn und Unsinn des Krieges nach. Ich sehe das nicht ein. Der Kaiser hat doch weiß Gott alles. Bis auf den Krieg, der fehlt ihm noch. Wer was auf sich hält als Monarch, braucht einen Krieg, um berühmt zu werden. So ist es. Na klar, die haben's nötig. Jawohl, und die Fabrikanten, die verdienen dran. Ich halte es eher für so eine Art Fieber. So viel man sich auch wehrt dagegen, ganz unversehens ist es da. Wir wollten nicht, die Engländer wollten nicht, und doch wird der Krieg geführt. Im Westen nichts Neues. In Deutschland ist der 1930 gedrehte Film kaum zu sehen. Die Nazis torpedieren ihn. Der Film wird verboten. Ein Symbol für Anfang und Ende der Weimarer Republik. Das war im Mai 1918, an einem Tage, der so still und ruhig war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen nichts Neues. Die goldenen 20er Jahre sind eine Zeitungslegende. Bereits 1930 steht die parlamentarische Demokratie vor dem absoluten Ruin. Auf Reichsebene wird mit Notverordnungen regiert. In Baden und Württemberg dagegen gibt es stabile demokratische Mehrheiten bis 1933. Käme es allein auf den Südwesten an, Hitler würde sich wohl kaum durchsetzen. An das Württemberger Volk. Wie ich schon erklärte, soll meine Person niemals ein Hindernis sein für die freie... November 1918. Der Kaiser dankt ab. Er und der Kronprinz entsagen der Krone. Auch die beiden Landesherrscher, Großherzog Friedrich von Baden und König Wilhelm von Württemberg, machen den Weg frei für die Republik. Die Revolution siegt zunächst. Monarchien fallen wie Kartenhäuser. Hatten der Krone erklaut, der Ebert, der Helle, der Sattler, Geselle, der hatten der Krone erklaut. Ja, ja, der Ebert, der Helle, der Sattler, Geselle, der hatten der Krone erklaut. Was machten jetzt Wilhelm und Sohn? Na, was machten jetzt Wilhelm und Sohn? Der Wilhelm und Sohn, die gehen jetzt als Klon, weil sie nichts mehr verdienen auf dem Thron. Ja, ja, der Wilhelm und Sohn, die gehen jetzt als Klon.
Klon, weil sie nicht mehr verdienen auf dem Thron. Während Kaiser Wilhelm II. Sich im niederländischen Exil einrichtet, wird überall im Reich um die Ausgestaltung der neuen Republik gekämpft. Im Januar 1919 probt die eben gegründete Kommunistische Partei den Aufstand. Im Frühjahr folgen große Streiks im ganzen Reichsgebiet. In verschiedenen Städten werden Räterepubliken ausgerufen, auch in Mannheim. Rechtsgerichtete Freikorps schlagen die Erhebungen nieder. Friedrich Ebert. Der in Heidelberg geborene Sozialdemokrat wird zum ersten Reichspräsidenten gewählt. Um eine zweite Revolution zu verhindern, stützen sich Präsident und Regierung auf die kaiserlichen Offiziere, verzichten auf die notwendige Säuberung des Beamtenapparates und der Justiz. Die Verfassung vom 11. August 1919 bedeutet Fortschritt und Kompromiss, liberale und soziale Demokratie. Bereits ein halbes Jahr später kündigt die nationale Rechte diesen Kompromiss. Reichswehrtruppen unter General Lüttwitz marschieren in Berlin ein. Der Putsch erfasst das ganze Land. Die Armee lässt die Regierung im Stich. Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr, heißt es. Am 13. März 1920 wird Wolfgang Kapp von den Putschisten zum Reichskanzler ausgerufen. Die gewählte Regierung aus Sozialdemokraten, katholischen Zentrumsleuten und bürgerlichen Demokraten flieht nach Stuttgart. Ebenso der Reichspräsident und ein Teil des Reichstages. Im liberalen Südwesten fühlen sie sich sicher. Die württembergische und die badische Regierung stellen sich gegen die Putschisten. Die Gewerkschaften organisieren den Generalstreik. Nach 4 Tagen sind Kapp und Lüttwitz am Ende. Auf Helmen schon damals die ersten Hakenkreuze. Mehr davon sieht man am 9. November 1923. Nur ein einziges Originalfoto von Hitlers Putschversuch in München ist erhalten geblieben. In der Mitte Heinrich Himmler, der spätere SS-Chef. Als im Februar 1925 Friedrich Ebert stirbt, ist die Republik bereits deutlich nach rechts gerückt. Im Reich regiert eine bürgerliche Koalition, die auch die rechtsextreme Deutschnationale Volkspartei einschließt. Dies ist die 15. Regierung seit der Revolution im November 1918. Eberts Nachfolger wird der ehemalige Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Die Republik erhält einen eingefleischten Monarchisten als Staatsoberhaupt. Eigentlich, obwohl man immer sehr sparsam war, hat man hierzuland gut gelebt. Die Württemberger, die Stuttgarter, die Badener auch. Man liebte den Frieden. Von Kriegen träumte man nicht. Und diese Aufregung in Berlin damals in den 20er Jahren, die verstand man hier gar nicht. So sehr ging ihnen das nicht ans Herz. Obwohl es doch sozialistische Strömungen immer auch in Stuttgart schon gegeben hat. ...1907 findet in Stuttgart der Internationale Sozialistenkongress statt. Mit Lenin, mit Rosa Luxemburg, mit August Bebel. Auch Friedrich Engels ist hier zu Gast bei Clara Zetkin. Die kämpferische Frau und Sozialistin gibt die Gleichheit heraus, die Frauenzeitschrift der SPD. Clara Zetkin liebt, ebenso wie der Parteitheoretiker Karl Kautsky, das liberale Klima im Stuttgart der Jahrhundertwende. Das Haus Clara Zetkins in Sillenbuch ist Treffpunkt bedeutender Sozialisten. Gemeinsam geht man von hier aus ins nahegelegene Waldheim, eröffnet im Juni 1909, erbaut von Arbeitern für Arbeiter. Auch die Sozialdemokraten sind in Württemberg bodenständig, haben oft ein kleines Gütle oder einen Weinberg nebenbei. Sie wollen eher Bürger sein, Kleinbürger, als Klassenkämpfer.
Die Soziale Republik ist 1919 ihre große Hoffnung. Die Stuttgarter Sozialdemokratin Helene Schöttle erinnert sich. Ich entsinne mich an die Republikfeier im Landestheater am 19. Januar 1919. Große Sache, ich weiß gar nicht mehr, wer gesprochen hat. Und die Brennerschen Chöre haben gesungen und vom Weltenfrieden und so weiter. Und also da war ich ja noch 16 Jahre alt und war so begeistert. Und also jetzt nie wieder Krieg, das ist eine wunderbare Sache und die Demokratie wird es schon schaffen. Nicht? Und hat dann halt doch im Laufe der Jahre seine Enttäuschungen erlebt mit dieser Demokratie. Was waren für Sie persönlich die schwersten Enttäuschungen? Für mich? Also die schwersten Enttäuschungen waren dann sehr bald mit der Zusammenstöße mit den Nazis. Denn die wurden ja 21, 22 tauchten hier das erste Mal auf. Und ich glaube, man hat sie damals zunächst gar nicht so ernst genommen. Und bis etwa 1924, da wusste man, was das für Gesellen waren. Und von dort an ging es ja also immer sehr oft, sehr hart her in Versammlungen, bei Demonstrationen. Die sind uns oft nachgefahren. Beispielsweise bei unserem Nürnberger Jugendtag von der SAJ 23 in Nürnberg hatten sie eine Gegenstimmendemonstration organisiert und das alles sind Zeichen gewesen, dass das eben doch, dass das eine Kraft ist dahinter, die man nicht mehr wegdenken konnte oder wegdiskutieren konnte. Bei den Landtagswahlen 1932 erreicht die NSDAP mehr als 26% der Stimmen. Sie ist stärkste Partei. Und die Arbeiterorganisationen schaffen es weder in Südwestdeutschland noch in Berlin, den Nazis geschlossen entgegenzutreten. Als Clara Zetkin, nun Mitglied der KPD, 1932 den neuen Reichstag eröffnet, hegt sie ganz unrealistische Hoffnungen, wie viele in der KPD. Ich eröffne den Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Redekongress Sowjetdeutschlands zu eröffnen. Soweit ich zurückdenken kann, war also von uns aus gesehen, meiner Familie aus gesehen, engen Freundeskreisen, uns Jungen aus vor allem, keine Gemeinsamkeit mit den Kommunisten. Möglich. Und es war noch weniger möglich, nachdem die immer ja mehr nach Moskau abgedriftet sind, da war überhaupt nichts mehr. Aber sie waren zeitweise eine politische Kraft in Stuttgart, die hatten ja 1924 war das, glaube ich, wurden sie stärkste Partei und saßen auch in den Kulturorganisationen, bei den Gewerkschaften, vor allem bei den Metallarbeitern drin. Und aber wie gesagt, wie die dann so immer mehr Moskau-hörig wurden, driftete das so langsam ab. Aber Gemeinsamkeiten gab es nie, nein. Mannheim, Hauptbahnhof. Um die Jahrhundertwende das Eingangstor für Tausende von Menschen vom Lande. Dort gibt es keine Arbeit. Hier in der Stadt dagegen können sie in der Fabrik arbeiten, als Droschkenfahrer, als Dienstmädchen oder Köchin. Keine andere Stadt im Südwesten entwickelt sich so rasant zu einem mächtigen Handels-, Industrie- und Verkehrszentrum. Französische Truppen besetzen nach Kriegsende die Brücken Mannheims und einige rechtsrheinische Gebiete. Baden ist durch den Friedensvertrag von Versailles, der formell den Ersten Weltkrieg beendet, Grenzland zu Frankreich geworden. Die Besetzung verschärft die kritische wirtschaftliche Situation in den Jahren nach dem Krieg. Diese prunkvollen Barockfassaden täuschen einen Wohlstand vor, der in den 20er Jahren nicht mehr da war. Nach Kriegsende kehren Scharen von ehemaligen Frontsoldaten in die Stadt zurück, müssen untergebracht und beschäftigt werden. Die Industrie muss von Kriegs- auf Friedensproduktion umstellen. Arbeitslosigkeit und soziales Elend wachsen. Diese drückende soziale Lage verstärkt die Bereitschaft der Arbeiter, auf die Barrikaden zu gehen. Alte Mannheimer Gewerkschafter erinnern sich. Also ich war damals Schuljunge. Ich war also, ich bin Jahrgang 13. Mein Vater war Vertrauensmann, Betriebsrat bei Daimler-Benz. Und damals war ja der große Metallarbeiterstreik, DMV, also von dem Metallarbeiterverband. Und die Neckarstadt,
hat sich ein großer Teil bei uns in der Wohnung, ein Zimmer, eine Küche hatten wir, aber sich dort getroffen und haben dann ausgemacht, was weiterhin geschehen soll. Man muss daran denken, der Metallarbeiterstreik, der ist wochenlang gegangen, ich weiß nicht wie lange, über 6 Wochen, glaube ich. Am Schluss stand nur wegen einem Pfennig, haben die weiter gestreikt. Ein Pfennig wurde dann allerdings abgebaut. Da war noch mal eine Zusammenkunft, und dann haben sie darüber gesprochen. Dann haben sie halt schlucken müssen, dass sie dann einen Pfennig weniger bekommen. Also wie gesagt, die haben damals um einen Pfennig wochenlang gestreikt. Damals ist die Schubo einmal oben an der Neckarbrücke war ein Posten gestanden. Waren meistens junge Leute, die wahrscheinlich auch durch ihre Offiziere wild gemacht worden sind. Und da hat irgendjemand was gerufen, ein Zwischenruf, vielleicht Bluthund, das war so üblich, ne? Und fiel ein Schuss und ich habe in meinem Leben den ersten Toten gesehen. Ja, es war ein Metzgerbursch mit seiner Holzkraute auf dem Rücken, der plötzlich umgefallen ist. Ne? Die Leute sind auseinandergespritzt, da war am Boden gelegen. Das ist eines der Erlebnisse, die einem nie ausgingen. Gefährdet war zeitweilig auch Mannheims Position als Güterumschlagplatz. Denn Anfang 1923 besetzen französische Truppen neben dem Ruhrgebiet auch den Mannheimer Hafen und weitere badische Gebiete, weil das Deutsche Reich seine Wiedergutmachungen nicht bezahlt. Die Reichsregierung ruft einen Generalstreik aus. Folge: eine rapide Entwertung des Geldes. Verlierer ist der kleine Mann. Die Inflation ist eigentlich ein Ereignis, wo man darüber lacht heute. Der Vater kam nach Hause, hatte die Milliarde in der Tasche. 1 Milliarde war ein Pfennig. 1 Milliarde Mark war ein Pfennig wert. 4 Milliarden kostet ein Brötchen. 1 Liter Milch kostete 16 Milliarden. Das weiß ich noch ganz genau, weil da was passiert ist. Ich bekam also 16 Milliarden, hopp, spring fort, hol die Milch, bin raus aus der Tür und siehe da, die Kinder haben gespielt, Fußball gespielt. Ich habe den Milchkanne hingestellt und habe auch mitgespielt. Bis man es gedacht hat, ach Gott, du musst ja noch Milch holen. Wo ich hingekommen bin und das Geschäft habe ich gesagt, es tut uns leid, da kriegst du nichts mehr dafür. Wo ich dann heimgekommen bin, habe ich natürlich den Arsch versohlt gekriegt. Denn die 16 Milliarden, die waren nichts mehr wert. So schnell ist es gegangen. Der Mann, der Arbeiter ist nach Hause gekommen, hat das Geld abgeliefert, da sind sofort gesprungen, aber euch gekauft, sonst hat es nichts mehr gegeben. Vor rund 450 Jahren wirbelt ein kräftiger Sturm die alte Gesellschaftsordnung durcheinander, der Bauernkrieg. Sein Chronist, Wilhelm Zimmermann, ein schwäbischer, liberal denkender Pfarrer. Zimmermann beschreibt als erster ausführlich die größte Volkserhebung in der deutschen Geschichte. Das war Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Zimmermann berichtet nicht aus der Sicht der Fürsten und Herrscher, sondern aus der Perspektive der Bauern. Ein Zentrum des Bauernkrieges ist Württemberg und die Kämpfe begründen hier eine besonders ausgeprägte freiheitliche Tradition. Im Jahre 1525, ermutigt durch die Reformation, rebellieren die Bauern gegen die immer mächtiger werdenden Feudalherren, die die Bauern ausplündern. Die Bauern fordern Aufhebung der Leibeigenschaft, freie Wahl ihrer Pfarrer, ein besseres Wald- und Jagdrecht, geringere Frondienste. Vor allem in Süddeutschland werden erbitterte Schlachten zwischen aufständischen Bauern und den Heeren der Fürsten geschlagen. Die einzelnen Bauernhaufen, untereinander uneins, werden schließlich vernichtend geschlagen. Der erste Anlauf zu einer freieren Gesellschaftsordnung scheitert. Michael Fennedey, geboren im Jahre 1770. Er ist Begründer einer Familie, deren Schicksal die Geschichte des Liberalismus in Deutschland spiegelt. Michael Fennedey ist geprägt durch die Ideen der Französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind die Leitmotive des Rechtsanwaltes. Sein Sohn, Jakob Fennedey, gehört zu den engagiertesten deutschen Liberalen des 19. Jahrhunderts. Einer seiner Enkel,
Er heißt ebenfalls Jakob Fennedey. Der Großvater fing schon als Student an, sich politisch zu beschäftigen und zu betätigen. Ist 1832 Teilnehmer am Hambacher Fest gewesen. Ist einer der Emissäre geworden, die vom Hambacher Fest ausgeschickt worden sind. Hat vorher eine Schrift zur Einführung des Schwurgerichtes verfasst, die ihm den Verdacht eingetragen hat, er sei ein Hofräter. Nach dem Hambacher Fest 1832 wird Jakob Fennedey von der Polizei gesucht. Er flieht nach Frankreich, schreibt zahlreiche Bücher und gibt die Zeitschrift Der Geächtete heraus. Aus diesen Oppositionskreisen entsteht Jahre später der Bund der Kommunisten. 1848, Revolution in Deutschland. Jakob Fennedey wird als Abgeordneter in die Paulskirche gewählt. Er gehört dem linksliberalen Flügel an und engagiert sich in der sozialen Frage. Er ist Verfechter einer echten nationalstaatlichen Lösung unter Einschluss Österreichs, ein Gegner des preußischen Militarismus. Kurz, ein süddeutscher Liberaler, wie er im Buche steht. Das Parlament in der Paulskirche scheitert. Die Macht der Fürsten bleibt. Und so scheint auch Jakob Fennedey am Ende seines Lebens nichts erreicht zu haben. Aber sein Sohn Martin setzt den Kampf für Liberalität und Demokratie fort. Er ist Rechtsanwalt und von 1891 an Abgeordneter im Badischen Landtag. 30 Jahre vertritt er dort die Fortschrittliche Volkspartei. Jakob Fennedey über seinen Vater. Er ist für den Liberalismus eingetreten. Er ist für eine Verständigung, insbesondere mit Frankreich, eingetreten. Frankreich hat ja damals so die Rolle des Erbfeindes gespielt. Und da trat der Vater mit einer Reihe von persönlichen Freunden, mit dem Muse und dem Quitte und dem Einburger, für eine Verständigung mit den Franzosen ein. Während des ganzen Krieges, der Vater war einer der ganz wenigen Politiker, die sich nie an irgendwelchen Eroberungsvorstellungen beteiligt haben, sondern immer für eine Verständigung mit Frankreich, auch nach einem eventuell gewonnenen Krieg eingetreten ist. Und das hat ihm viel Feindschaft eingetragen. Wie hat sich diese Feindschaft geäußert? Ach, er ist beschimpft worden am Telefon. Er hat einen infamen, anonymen Brief bekommen. Seine Praxis ist boykottiert worden. Er ist auch gesellschaftlich boykottiert worden. Er hatte eigentlich nur noch einen ganz kleinen Kreis von Bekannten und Freunden. Dieser Brief hat damals schreckliches Aufsehen erregt in der Familie, weil er damit endete, dass er also nun im Krematorium sich zu melden habe zur Verbrennung. Eine schreckliche Geschichte. Vor den Nazis war man in Baden und Württemberg sehr liberal. Und das drückte sich in Stuttgart zum Beispiel auch so aus, dass man 5 bis 6 Tageszeitungen zu lesen hatte. Am Sonntag erschien Dr. Erich Scheirers Sonntagszeitung, ein gerne gelesenes Blatt von gewissen Kreisen und Freunden einer oppositionellen Einstellung. Von Leuten, die einem die Wahrheit sagten. Ich habe hier diese Bände von Scheirer. Es ist doch ganz erstaunlich, was er alles zusammengetragen hat. Und da schreibt er über den Tod von Kurt Eisler. Ganz zufällig aufgeschlagen. Am 21. Februar sind es 6 Jahre her, dass Kurt Eisler ermordet worden ist. Dann kommt dieser Artikel. Ich will nur den Schluss vorlesen. Gäbe es in der deutschen Politik von heute, das ist also genau geschrieben 1925, am 22. Februar, gäbe es in der deutschen Politik von heute viele solcher Männer, die wie Eisner bei der Übernahme eines Amts nicht danach fragen würden, ob sie nun pensionsberechtigt sind, dann wäre sie sicher nicht das anrüchige Gewerbe, als das sie sich verschreien lassen muss. Unsere Tragik: Wir haben zwar charaktervolle Männer, aber sie sind keine Politiker. Und wir haben Politiker, aber mit zu wenig Charakter. Die richtige Legierung fehlt. Erich Scheirer. Aus dieser weißen Lücke
wird die Sonntagszeitung geboren. Erich Scheirer ist seit 1918 Chefredakteur der Neckar-Zeitung. Als der Verleger beginnt, seine Artikel zu zensieren, geht Scheirer. Scheirer vertritt einen stark moralisch begründeten Liberalismus. Ursprünglich will er Pfarrer werden. Er studiert Theologie und Philosophie in Tübingen, arbeitet 2 Jahre als Vikar. Dann verlässt er den Dienst der evangelischen Landeskirche Württembergs. Er müsste als Pfarrer ein Heuchler sein, erklärt er zur Begründung. Erich Scheirer wird Sekretär Friedrich Naumanns, der in diesen Jahren maßgeblich zur Erneuerung des bürgerlichen Liberalismus in Deutschland beiträgt. Naumann veröffentlicht die Zeitschrift Die Hilfe. Scheirer betreut sie als Redakteur. Von 1920 an bringt Scheirer die Sonntagszeitung heraus. Das äußere Erscheinungsbild des Blattes wandelt sich im Laufe der Jahre. Die inhaltliche Linie bleibt: Liberalität, soziales Engagement, Unabhängigkeit. Scheirers Tochter Agathe Kunze. Er war ja immer parteilos. Er wollte sich die Freiheit vom Parteidenken, was ja so ist, bewahren. Nicht? Er wollte gegen alle kritisieren, er wollte alle kritisieren. Oder das, was er auch im gegnerischen Lager für gut hielt, wollte er auch für gut anerkennen. Erich Scheirer ist kein sinnenfeindlicher Mensch. Er versteht zu leben. Aber auch zu streiten. In den Redaktionsräumen neben der Stuttgarter Stiftskirche wird Journalismus als Dienst an der noch jungen Demokratie verstanden. Sehen Sie, da hat er etwas geschrieben, das heißt demokratische Gesinnung. Das fängt so an, was demokratische Gesinnung ist. Dafür hat man bei uns in Deutschland zwar wahrscheinlich, wenn man die Bücher nachschlägt, sehr gute und wissenschaftlich richtige Erklärungen, aber leider nicht allzu viele Beispiele aus dem Leben, aus denen man es doch weit besser lernen kann. Man könnte vielleicht denken, seit wir ein demokratischer Staat geworden sind, müsste das anders geworden sein, aber dem ist nicht so. Denn Einrichtungen lassen sich rascher ändern und umstülpen als die Gesinnung der Menschen. Es gibt auch im Südwesten zu wenig überzeugte und kämpferische Demokraten. Die Republik lässt sich schnell aus den Angeln heben. Die Sonntagszeitung stellt sich stets eindeutig gegen Hitler, prangert jedes Schachern mit ihm an. Das hat Konsequenzen. Aber daran mag Mitte der 20er Jahre noch niemand denken. Die 20er Jahre bringen ein neues Lebensgefühl, das sich besonders in der Kunst ausdrückt. Manfred Pahl ist heute fast 87 Jahre alt. Als 17-Jähriger wird er Meisterschüler beim Stuttgarter Maler und Professor Adolf Hölzel. Bei Hölzel studieren damals Männer wie Oskar Schlemmer und Willi Baumeister. Adolf Hölzel trägt maßgeblich zu einem Klima bei, das Kreativität freisetzt und Neuerungen hervorbringt. Noch mehr aber ist es die Zeit selbst. Revolution, Aufbruchstimmung. Alte Abhängigkeiten fielen weg, meint Manfred Pahl. Weder Monarchie noch Aristokratie noch die Kirche hatte die Souveränität und die Macht über die Menschen wie vor 1914. Natürlich war es für mich schon ein Befreiungsgefühl, dass diese Hindernisse wegfielen. Die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart. Ein einmaliges Ensemble moderner Architektur der 20er Jahre. Die Idee stammt vom Deutschen Werkbund, einer Vereinigung von Künstlern und Handwerkern. Das Gelände am Killesberg kommt von der Stadt. Weltbekannte Architekten beteiligen sich. Le Corbusiers Doppelhaus steht heute wieder in der ursprünglichen Form. Die Häuser von Walter Gropius werden im Krieg beschädigt, andere bei Renovierungen verschandelt. Die Mustersiedlung aus dem Jahre 1927 steht in ihren Grundzügen aber noch wie ehedem. Gerade wieder hergerichtet, der Wohnblock von Mies van der Rohe.
Figurinen zum triadischen Ballett von Oskar Schlemmer. Jahrelang hat der Stuttgarter Maler und Bühnengestalter an dem dreigliedrigen Tanz gearbeitet. Am 30. September 1922 findet im Württembergischen Landestheater die Uraufführung statt. Das triadische Ballett, eigentlich ein Antitanz. Es kommt nicht auf den menschlichen Körper und seine Bewegung an, sondern auf das raumplastische Kostüm. Es geht Schlemmer darum, der reinen Form zum Durchbruch zu verhelfen. Dafür stellt er alle Gewohnheiten des Tanztheaters auf den Kopf. Schlemmer arbeitet in den 30er Jahren vor allem im Bauhaus in Weimar, später in Dessau. Auch Berlin ist natürlich Zentrum der kulturellen Entwicklung. Aber provinziell ist eine Stadt wie Stuttgart damals durchaus nicht. Immerhin fand hier die erste Kunstausstellung nach dem Ersten Weltkrieg statt. Für Aufsehen sorgt Zyankali, ein Bühnenstück des Stuttgarter Arztes und Dramatikers Friedrich Wolf. Das Stück wird 1929 uraufgeführt. Im folgenden Jahr entsteht ein Film mit Grete Mosheim als Hete. Wolf selbst findet den Film zu kitschig. Es geht in Zyankali um den Paragraphen 218, der die Schwangerschaftsunterbrechung auch bei extremen sozialen Notlagen nicht zulässt. Die reichen Frauen, so Wolf, finden allemal einen Arzt, der ihnen hilft, die Armen nicht. Hete verletzt sich bei einem eigenhändigen Abtreibungsversuch schwer, landet bei einer Engelmacherin und wird von ihr mit Zyankali vergiftet. Es gibt in den 20er Jahren zahlreiche Todesfälle bei Abbruchversuchen. In der großen Wirtschaftskrise steht den Armen das Wasser bis zum Hals. Das Theaterstück Friedrich Wolfs wird der größte Erfolg der Spielzeit. Die Behörden verbieten den Film und geben ihn erst nach Schnittauflagen frei, in einer Zeit, die Frauenrechte erkämpft und die freie Liebe propagiert. Friedrich Wolf selbst wird wegen angeblicher Verstöße gegen den Paragraphen 218 angeklagt. Der Fall schlägt Wellen in ganz Deutschland. Im Januar 1933 wird das Verfahren eingestellt. Aber nun muss Wolf fliehen. Als Jude und Kommunist kann er in Deutschland nicht überleben. Südpunkt! Südpunkt! Achtung! Achtung! Hier ist der erste deutsche Rundfunk-Großsender Mühlacker. Achtung! Wir wünschen den Hörern in aller Welt guten Empfang. Das ist ein Reißmikrofon. Das erste Mikrofon, das wir hier in Stuttgart im Weißen Haus hatten, 1924.
Das war natürlich damals schon sehr modern und man sagt, es klinge ganz wunderbar aus diesem Reißmikrofon. Später kamen dann natürlich laufend Verbesserungen. Aber damals, wie die Ansagen waren, man sagte Südfunk, Südfunk. Karlchen Strube war ein berühmter Sprecher bei uns, der sagte immer, Karlchen Strube, grüßt die Welt. Und in Böblingen hat man schon immer gehört. Weil nämlich damals der Degerlocher Sender noch ein sehr kleiner Sender gewesen ist. Die Lage ändert sich, als 1930 in Mühlacker der erste deutsche Großsender in Betrieb geht. Eine Pioniertat, wie vieles beim Radio der 20er Jahre. Improvisation ist gefragt. Die erste Sendung wird in Berlin im Oktober 1923 ausgestrahlt. Die Süddeutsche Rundfunkaktiengesellschaft sendet ab dem folgenden Jahr. Man hört das Programm zunächst nur mit Kopfhörern. Ein Vergnügen für die oberen 10.000. Unterhaltung, Information, Bildung. Der Rundfunk hat von Anfang an einen kulturellen Auftrag. 1933 bekommt er auch einen politischen. Die Nazis schaffen einen Staatsrundfunk und nutzen ihn als Propagandainstrument. Erst jetzt wird das Radio Massenmedium. Es war eine Lähmung im Hause, als der erste hier bei uns herumlief, in einem dieser Gänge, die heute ja noch da sind, mit einem Parteiabzeichen. Das war kein Angestellter bei uns früher gewesen. Da war keiner in der NSDAP. Und nun da einer, ein Erster. Und er nannte sich Dr. Döring und hatte auch so Wickelgamaschen und ging sehr militärisch da durch die Gänge. Und Josef Eberle war damals Lektor für Vortragswesen bei uns und alles andere als ein Nazi. Und er fragte ihn, wo er promoviert hätte und er merkte, aha, das kann ja was nicht stimmen. Ja, und wo? In Freiburg. Ach ja, und bei wem? Beim Scheu. Ja, sagte der. Und Eberle hatte den Namen erfunden, er wusste, das stimmt nicht. Das Programm wurde jetzt auf einmal hauptsächlich von Berlin gemacht. Stuttgart wurde ein Regionalsender, durfte nur noch machen, was hier so im Lande ist. Und alles große Politische, die Beeinflussung, die Propaganda, das kam von Berlin. Zwar wurden die Sender alle Reichssender. Der Süddeutsche Rundfunk hatte aufgehört zu bestehen. Und Herr Goebbels hatte das Sagen und diktierte von Berlin aus, was nun dort gemacht wird. Und die Sender hatten das zu übernehmen. Und das war natürlich die Infiltration des Nazi-Gedankenguts und der Rundfunk trug damals sehr dazu bei, also nach 1933, dass also die Leute umschwenkten und dachten, ach, man sollte sie doch mal lassen und mal ausprobieren. Die Musik, die sie da machen, diese Marschmusik, das ist ja ganz schön. Aber es hat eben niemand durchgeblickt. Man wusste nicht, was das für Gesellen waren. Obwohl bei diesen allerersten hat man schon merken können, Schwindel, stimmt nicht. Es ist ein schlimmes Erwachen im Frühjahr 1933. Noch im Februar verhaften Polizei oder SA-Trupps Tausende von Kommunisten und Sozialdemokraten. Im März werden die gewählten Regierungen in Karlsruhe und Stuttgart aus dem Amt gejagt. Im selben Monat entstehen die ersten Konzentrationslager. Kieslau für Baden und Heuberg für Württemberg. Terror und Gleichschaltung. Den einzigen Generalstreik gegen die Nazis gibt es in Mössingen bei Tübingen. Der liberale Geist geht für mehr als 12 Jahre in die Emigration. Die äußere oder die innere. Später legen Berichte das Ausmaß des Schreckens bloß. Tausende litten in Baden und Württemberg für ihre Gesinnung. Ludwig Marum, Justizminister in Baden. Ermordet im KZ Kieslau. Willi Bohn, Chefredakteur der Süddeutschen Arbeiterzeitung, 11 Jahre Zuchthaus und KZ. Theodor Heuss, liberaler Publizist, Berufsverbot. Adam Remmele, Innenminister in Baden, 10 Jahre KZ. Kurt Schumacher, SPD-Politiker in Württemberg, 11 Jahre KZ. Eugen Bolz, württembergischer Staatspräsident, im Januar 1945 von Staats wegen ermordet. Es gibt also Widerstand gegen den Terror der Nazis.
Hermann Fennedey, er gehört in die vierte Generation der liberalen badischen Familie. Hermann Fennedey ist Anfang der 30er Jahre Lehrer in Konstanz. Sein Sohn Anselm erinnert sich an den Vater. Soweit ich das überblicken kann, fühlt er sich auf ziemlich einsamen Posten. Es war ja auch die Frage, warum er überhaupt Lehrer wurde, die ich ihm öfters stellte. Und er sagte, er wollte sich an den Lehrern, an seinen Lehrern rächen, an der Gesellschaft rächen, die nichts aus dem Ersten Weltkrieg gelernt hatte und die immer so weiterarbeitete und immer so weitermachte und eigentlich zielstrebig auf einen weiteren Krieg oder auf ein anderes Unglück hinarbeitete. Und das hat er instinktiv gefühlt und hat beschlossen, Lehrer zu werden, um an der Basis, nämlich bei den Schülern, arbeiten zu können, um den Schülern den Humanismus nahezubringen und sie in eine liberale Tradition, die es auch in Deutschland schon gab, zu vermitteln. Im März 1933 erlebt Hermann Fennedey, wie auf seiner Schule die Hakenkreuzfahne gehisst wird. Er quittiert den Dienst. Er verlässt Nazi-Deutschland. Manche Fahrt über den Bodensee rettet ein Stück Liberalität für die Zeit danach. Was bewegt die Fennedeys, sich nicht anzupassen? Hermanns Bruder Jakob. Es ist einmal die Tradition, in der man sich eingebunden fühlt, die einem verpflichtet und die sicher ein ganz wichtiger Teil bei uns und Entscheidung bei den Entscheidungen meiner Generation, also der fünf Söhne von dem Martin, war. Es ist aber auch ein Gefühl für Gerechtigkeit, für Menschlichkeit, für Humanismus, für Anständigkeit. Wir lassen uns die Butter vom Brote nehmen, wenn wir das Gefühl haben, das muss sein. Dafür muss man Opfer bringen für seine politische Überzeugung. Dieser schreckliche Spruch, der geht mir noch nach. Wir haben alle Generationen schrecklich Federn gelassen, schwere Einbuße erlebt und haben immer das Gefühl gehabt, wir haben es richtig gemacht. Ich hoffe, dass die nach uns kommen, die Junge, das weiterführen.